FreeCAD kann man Objekte ja gut parametrisieren. Das heißt, man stellt dann über die Eigenschaften irgendwelche Werte ein und kann die nachträglich auch noch ändern. Und oft gibt es ja Projekte, wo mehrere Parts erstellt werden, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Und da stellt sich die Frage, wie kann man Abhängigkeiten zwischen diesen Objekten da realisieren? Ich habe mir da mal überlegt, wie kann man das mit relativ wenig Aufwand machen, und dazu hier einen kleinen Prototyp geschrieben. Also die Szene ist die, wir haben zwei Projekte. Das eine ist Jim, das ist also ein Kopf als Zylinder, ein Körper als Zylinder und dazwischen ein Übergang als Cone, und die Anschlussstücken, die müssen immer passen. Wir haben also hier oben einen Radius, unten einen Radius und hier eine Höhe. Und das zweite ist ein Bistro, das besteht aus einem Tisch und einem Stuhl, und der Tisch ist doppelt so hoch wie der Stuhl, und der Stuhl hat außerdem die Eigenschaft, dass der also nicht beliebig da in Bistro verschoben werden kann, sondern es gibt eine ziemlich komplizierte Funktion für seinen Platz, die aber genau von einem Parameter abhängig ist. Wie könnte das jetzt in FreeCAD aussehen? Die Szene ist schon vorbereitet. Also wir haben jetzt hier erstmal den Jim, das ist quasi unten sein Körper, sein Übergang und der Kopf. Und dann haben wir hier einen Tisch und einen Stuhl. Mit etwas Fantasie kann man das alles sehen. Es geht ja nicht um die Teile, sondern um die Abhängigkeiten. Und wir wissen einfach mal, diese Teile haben ja Parameter. Hier zum Beispiel eben der Körper hat einen Radius, den ich verändern kann. Und jetzt passiert eben Folgendes, dass ja unten der Körper gerade mal zum Hals passt. Ich müsste also jetzt den Hals hier wieder irgendwie anpassen, dass das hier stimmt. Und das wollen wir als nächstes tun. So, dazu gibt es ein kleines Modul, und das muss man sich dann an einer passenden Stelle hinkopieren. Und dann ausführen. Hier habe ich also MyComp, habe ich das mal genannt, kann man auch dann irgendwann anders nennen. So, und jetzt lade ich einfach mal die ganzen Beispiele rein und dann besprechen wir die im Einzelnen. Wie das so ist, fehlt hier noch eine Methode. Löschen wir das hier nochmal. Und schon kann es losgehen. Ich habe jetzt hier zwei Objekte. Das eine ist Jim. Und dieser Jim, der hat also jetzt mehrere Attribute. Der hat den Kopf, den Körper und den Nacken. Und dann hat er noch ein paar Zahlen, nämlich die Höhe, Radius und Radius 2. Wie erzeuge ich ein solches Objekt? Das sieht jetzt so aus. Das ist mein ganzer Aufruf. Also create comp. Ich übergebe einen Parameter, wie er heißen soll, Jim, und dann die Liste der Attribute und was an diesen Attributen dranhängen soll. Bei Head, Neck und Belly stehen die Namen der drei Parts, und zwar die Namen und nicht die Labels, die dann erscheinen. Man muss halt wissen, was das ist. Man könnte da auch noch Komfort addieren und dann halt die Werte Radius, Radius 2 und Height. Und die haben wir ja dann später geändert. Da gehen wir mal nach unten. Zum Testen hatte ich die dann umgesetzt und habe einfach mal einen Recompute ausgeführt, und da kommt der etwas verzerrte Jim dann raus. So, es gibt jetzt hier drin noch die Funktion Updater. Wie sieht die aus? Die muss ich auch selbst schreiben. Und die macht Folgendes. Die ordnet jeweils
Verbindungen an zwischen Attributen der Komposition und Attributen der einzelnen Objekte. Also zum Beispiel wird die Höhe dem Height-Value vom Head zugeordnet und der Radius 2 dem Radius-Value vom Head. Und beim Neck ist es so, dass ich die beiden Radien jetzt ebenfalls so einfach zuordne und unten der Körper bekommt auch einen Radiuswert zugeordnet. Die Funktion schreibe ich und die Raut-Funktion macht dann alles andere. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und ändere einen dieser Radien um, dann wird das alles angepasst. In dem Fall der untere Radius ändert den Körper und den Hals und der obere Radius ändert den Hals und den Kopf. So, dann kann ich hier noch die Höhe vom Kopf ändern. Gut, beim Bistro ist es jetzt so, dass wir da jetzt kompliziertere Berechnungen einbauen wollen. Wir können die Werte nicht einfach übertragen, sondern wir müssen die Werte erstmal umrechnen. Erstmal das Bistro-Objekt hat wieder einen Namen, hat zwei Komponenten, Table und Chair, das sind die beiden Boxen. Da ist jetzt irgendwie der Belly noch drin beim Kopieren übrig geblieben. Das muss oder kann natürlich raus. Und dann haben wir zwei Größen, einmal die Höhe und einmal die Position. Und hier gibt es einen anderen Updater und der kann jetzt etwas mehr. Nämlich als erstes wird dem Stuhl einfach die Variable Höhe oder Height zugeordnet, so wie wir das vorhin beim Gym auch schon hatten. Für den Tisch brauche ich aber jetzt das Doppelte minus 3 und da definiere ich jetzt einfach mal eine kleine Funktion. In Python geht das ganz gut. Mit dem Lambda-Befehl kann ich also so Inline-Funktionen definieren und man kann das auch immer noch gut lesen. Und RouteMap macht eben jetzt Folgendes: Es rechnet erstmal diese Funktion aus und weist dann das Ergebnis der Funktion zu. Für die Position des Stuhls habe ich die Funktion jetzt noch komplizierter gemacht. Das heißt, aus der variablen Position wird jetzt ein FreeCAD-Vektor ausgerechnet, wo eben die x-Koordinate 100 plus 2 mal dem Parameter ist. Der y-Wert ist minus 50 minus Parameter und die Höhe ist gleich dem Parameter, sodass sich da jetzt eine ziemlich ausgefallene Bewegung ergibt. Jetzt schauen wir uns das wieder an. Also, Bistro. Als erstes gehen wir die Position, gehen wir mal runter auf 0. So, und da sehen wir in der Vorderansicht, der steht jetzt ganz unten. Ich ändere jetzt mal die Höhe und dann ändern sich beide Höhen proportional. Und wenn ich die Position ändere, sehe ich also, der Stuhl bewegt sich nach rechts und nach oben. Und wenn man jetzt die andere Ansicht wählt, dann sieht man, also auch in dieser Dimension ist eine Bewegung da. So, das Ganze hat sich also so machen lassen, dass ich sage, ich lade die Bibliothek. Ich definiere die Updater-Funktion, jede Abhängigkeit eine Zeile, im einfachsten Fall mit dem Raut-Befehl. Und dann erzeuge ich mein Objekt, indem ich alle Variablen benenne und Anfangswerte zuordne. Für kompliziertere Abhängigkeiten habe ich die Raut-Map-Funktion. Dort muss ich jeweils als fünften Parameter noch eine Funktion mit angeben, wenn ich die Maps definiere. Ansonsten funktioniert die Definition des Kontrollobjekts genauso und dann kann ich einfach die Attribute ändern und die Ansicht
neu berechnen. Es wäre jetzt denkbar, diese Rauten auch andersherum auszuführen, das heißt vom Stuhl aus aktualisiert man die Variable im Bistro-Objekt. Man könnte auch hergehen und könnte Listen von Attributen nehmen. Das ist mit relativ wenig Aufwand machbar. Man muss halt überlegen, braucht man das im richtigen Leben.